Ein wunderschönes Moment, hallo meine Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Es ist gerade ein klitzekleines Problem vorgekommen. Ich bin froh, dass ich das noch gerade mitbekommen habe, bevor ich diese Mission jetzt weitermache. Und zwar, mein Aufnahmeprogramm hat mein Mikrofon nicht mit aufgenommen. Einfach so. Es hat angezeigt, Mikrofon da. Der Pegel vom Mikrofon ist auch hoch und runter gegangen, wenn ich was gesagt habe. Aber es hat einfach nicht aufgenommen, deswegen habe ich die Aufnahme kurz beendet. Und jetzt mal, ich bin froh, dass ich das nur irgendwie mitgekriegt habe. Dass ich sicher mal kurz die Aufnahme beendet habe, weil ich muss jetzt, also ich habe wahrscheinlich jetzt schon 45 Minuten Videomaterial nachkommentiert, was mich so ein bisschen abfuckt, weil nachkommentieren ist nicht gerade das, was ich gerne mache, weil ich es bis jetzt nur einmal gemacht habe und nachkommentieren ist halt scheiße, finde ich in meiner Sichtweise. Deswegen werde ich jetzt ganz normal Watch Dogs weitermachen, aber die letzten Folgen muss ich noch nachkommentieren. Ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert, weil es ist nicht mehr viel, dann ist das Spiel zu Ende und ich habe keinen Bock, jetzt wieder eine Mission neu zu starten. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Scheiße, okay, ich würde mal sagen, wir markieren uns mal schon mal den Weg zum Ziel, bevor wir jetzt losrotzen. So, und jetzt Vollgas. Halt den Kopf schön unten. Ein Hochleistungswagen hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Scheiße, komm, bleibt alle weg von mir. Alle schön wegbleiben. Aiden, das sind Polizisten. Ich weiß. Warum fliehen wir vor der Polizei? Die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nikki, hör zu. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um Damien. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Du bist das, oder? Du bist der Rächer. Das ist kompliziert. Check die Überführung. Na, so kompliziert ist es auch wieder nicht. Oh Mann, ich muss aufpassen, dass die Bullen mich nicht sehen, weil im Verfolgungsjagd mit dem Jungen hinten drin und mit der Frau. Ist nicht gerade zu dem Ding, was ich vorhabe heute. Also alles aus den Nachrichten, die Morde, May Stadium, das warst du? Jo. Oh Gott. Und seit ich weg bin, was hast du getan, um mich rauszuholen? Nur das, was ich musste. Vielleicht fliegt er auch zu Fuß. Ja genau, ich fliege zu Fuß. Ich bin hier gerade irgendwo Modern Walking machen. Komm, gleich sind wir raus. Und yes. Der Typ ist weg. Wir kommen zurück. Woher wissen die, dass ich weg bin, wenn ich niemals da war? Woher wollen die das denn wissen? Die haben mich ja nicht einmal gesehen gehabt. Die können auch nicht wissen, ob ich jetzt weg bin. Oder was auch immer. Es gab mal eine Eisdiele in der Nähe. 101 Flavors. Alles, was ich kenne, ist in Chicago. Mein Zuhause. Und jetzt? Sollen wir von vorne anfangen? Ich dachte, die Dinge hätten sich geändert. Ich hoffte. Die Dinge werden sich ändern. Versprochen. Keine Versprechen mehr, Aiden. Wo sollen wir jetzt hin? Ich werde dich und Jax von hier fortbringen. Und was dann? Wir könnten den Staat verlassen und bei... Nein, sag's mir nicht. Sag es niemandem. Ich muss jetzt gerade ein bisschen langsamer fahren, nicht, dass ich irgendwo noch gegenhämmert zum Schluss. Und mein Auto hat gerade wohl eine Vollbremse gemacht, hat wohl irgendjemand die Handbremse gefunden. Es ist vorbei. Für euch zwei. Aber für dich nicht. Schon okay, Jax. Hätte nicht so kommen müssen, aber haben wir eine andere Wahl. Ist alles okay? Weißt du noch, als wir Kinder waren? Und ich dir...
nachlief. Und du wolltest mich loswerden, aber... Aber ich hab's immer weiter versucht. Ich mochte deine Autos nicht. Oder Hockey. Und deine Freunde waren eklig. Ja. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich vergöttert habe. So wie Jackson. Und ich habe nur gehofft, du würdest mich bei dir wollen. Doch irgendwann habe ich nur noch gehofft, dass du dich mal umsiehst. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Aber jetzt folge ich dir nicht mehr. Ich weiß. Okay, Liebling. Verabschiede dich jetzt von Onkel Aiden. Kommst du nicht mit uns? Nein. Dein Onkel bleibt hier. Bei Jax. Geister der Vergangenheit. Mission beendet. Oh yeah. Erstmal wieder 3000 XP abgegriffen. Jetzt wird wahrscheinlich gleich wieder angerufen, ne? Na, hab ich recht oder hab ich recht? Ja, dachte ich mir. Ich hab da was, das Licht auf den Typen wirft, den du suchst. Bist du bereit dafür? Wahrscheinlich nicht. Ich will's trotzdem. Ich will, dass Sie etwas für mich überbringen, Mr. Erect. Okay. Gibt's einen Namen und eine Adresse für den Job, Mr. Quinn? Franks und Pierce, eine deutliche Warnung. Treffen Sie die Familie, wenn es sein muss. Sir, ja, Sir. Was haben Sie getan? Das geht Sie nichts an, Mr. Irak. Tun Sie das. Und ich lasse Sie dafür nächstes Jahr die Auktion leiten. Was für ein eiskalter Hurensohn. Verdammter Quinn. Das sollte nur ein schneller Job werden. Tag der Abrechnung, kein Problem. Scheiß Mafia-Boss. Ich hab dir nicht zu sagen, was du tun sollst, aber nur so am Rande. Quinn hat so ein Wohlfahrtsding am Laufen. In seinem Hotel, dem Merlot. Okay, dann würde ich mal sagen, fahren wir dahin, aber erstmal markieren wir uns den Punkt auf der Karte. So, der war genau da hinten, genau. Markiert? Okay, dann aufhören wir uns. Nikki wird nie zurückkommen. Ich hab sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Aber sie ist sicher. Sie sind beide sicher. Ich weiß, ich könnte sie finden. Aber das werde ich nicht tun. Nicht mehr. Und jetzt Quinn. Lucky Quinn. Er ist an allem schuld. Er ist der Geist, den ich gejagt habe. Der Mann, der den Angriff befahl. Der mein Leben zerstörte und meine Familie. Es war Quinn. Jetzt wird er mir antworten müssen. Ja, eigentlich schon. Okay, aber ich würde mal sagen, ich sag mal, was ich gerade mache. Ich kommentiere gerade einen 20-Minuten-Part nach gerade. Also die ersten 10 Minuten, glaube ich, bis zur Zwischensequenz waren noch original aufgenommen. Danach hat das Mikrofon wieder abgespackt, weswegen ich den Ton weggelassen habe. Deswegen. Chicagos Polizei sucht weiterhin den Rächer Aiden Pierce. Die Bürger Chicagos jedoch jubeln Pierce zu. Mit so viel öffentlicher Unterstützung haben die Polizeibeamten Schwierigkeiten, Tipps zu seinem Aufenthalt zu bekommen. Okay, das war's schon wieder. Ich versuche natürlich immer so ein bisschen die Klappe zu halten, während das gerade im Hintergrund läuft. Weswegen ich mir gerade mein Gameplay angucke, während ich das jetzt rüber kommentiere, was ich mega geil finde. Aber ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich das sonst machen sollte, weil ich muss ja genau sehen, was gerade passiert, damit ich das sagen kann. Weil ich fahre gerade unter der Ampel durch und hinten rein beim roten Auto. Woher ich das immer noch weiß, ich weiß nicht, obwohl das schon ein paar Tage her ist, wo ich das aufgenommen habe. Okay, ich dachte, ich muss schon wieder die Schnauze halten, weil da gerade ein Untertitel kam. Und da ging Helmet. Und da auch nochmal gegen Helmet. Läuft bei mir.
Auf jeden Fall wird da gleich eine Schießerei kommen. Was eigentlich, ja gut, ist eigentlich relativ logisch, ne? Und danach, nach dieser Schießerei und nach dieser kurzen Zwischensequenz mit Lucky Quinn, wird das Let's Play direkt weitergehen. Also da an, hat das Mikrofon wieder aufgenommen, perfekt. Und deswegen lasse ich es auch dann wieder original. Weil jetzt muss ich ja halt nachkommentieren, weil ich es nicht aufgenommen habe. Aber danach geht es dann direkt weiter. Wow. Man muss natürlich auch ein bisschen so sprechen, dass es ungefähr rüberkommt. Also wäre es vielleicht doch noch in der Folge. Wow, wow, wow. Knapp. Dann kommt er rum. Und dann wieder dagegen. Und weiter geht auf die Straße. Mann, wie ich fahre teilweise, ne? Wie ich einfach hier rumeier. Aber na gut, es war schon spät, wo ich das aufgenommen habe, ne? Es war ja schon spät. So, aussteigen. Wieder ein bisschen Money holen. Ach, 680 Euro. Freut mich. So, kein Weg zurück. Heißt die nächste Mission. Da rennen wir natürlich erstmal noch hin. Ich weiß echt nicht, was ich sagen muss, weil beim Nachkommentieren ist echt blöd für mich. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich sagen soll, weil ich mach das. Das ist ja nicht sowas, was man dauernd macht. Hallo Hotel. Hier hat alles begonnen. Wegen diesem Ort ist meine Welt zusammengebrochen. Und wegen Lucky Quinn. Er befahl den Angriff auf mich und meine Familie. Er wird mir sagen, warum. Und danach stirbt er. Ich bin's. Wo bist du? Treffen wir uns. Ich habe immer Geld damit verdient, Infos für andere zu finden. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ich werde das wieder gut machen. Das musst du nicht tun. Es tut mir leid, Aiden. Clara, was läuft da? Was hast du vor? Und zack, hat sie aufgelegt. So, jetzt werden wir versuchen, da reinzukommen. Okay, erklär's mir bitte nochmal. Das ist doch nicht so schwer. Der Begriff umgedrehter Rassismus ist rassistisch oder ethnozentrisch. Wieso denn? Weil es voraussetzt, dass nur weiße Rassisten sein können. Jeder kann ein Rassist sein. Wenn jemand Rassist ist, ist er eben Rassist. Egal, wo er herkommt, ein Rassist ist ein Rassist. Kein umgedrehter Rassist. Okay, dieses Gespräch erinnere ich mich noch dran, das fand ich mega geil. Ja, ist ein umgedrehter Rassist. Ja, was ist denn der Unterschied zwischen Rassist und Nicht-Rassist? Ich finde das cool, das Gespräch. Es tut mir sehr leid, aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Bevor ich Bürgermeister wurde, sogar bevor ich ein Politiker wurde, Lucky und ich kennen uns lange, sehr lange. So wie ich Lucky kenne, komisch oder nicht, nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Wo war ich? Nicht viele wissen, so gut wie ich, wie groß Luckys Herz ist. Er war großzügig zur Stadt. Und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Okay, aber jetzt hängen wir uns mal von Kamera zu Kamera. Und auf jeden Fall, das war noch nicht die Zwischensequenz, die ich meinte. Okay, jetzt zeige ich mich wieder in die Kamera. Genau, und jetzt hier rein. Und bin drinne. Ich will raus. Hörst du? Ich will da raus. Glaubst du, ich hätte Zeit für noch mehr Gewinsel? Bandenkriege und dieses gottverdammte Auktionsfiasko. Jetzt sind wir beide im Visier. Du wolltest dieses Amt. Jetzt tu deinen Job. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben Iraq erwischt. Der Bürgermeister bekämpft die Gangs.
Rose wäre so stolz auf dich. Wie kannst du? Gib mir das Drecksvideo. Du bist raus, wenn ich es sage. Die Redezeit ist um. Also verlass mein Hotel. Es gibt weit Wichtigeres als dich. Du ruinierst mich. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Hörst du mich? Lucky!